Ein einfaches Beispiel: Dieses verkorkste Steuersystem, wie wir es heute haben, führt geradewegs in die Schwarzarbeit. Und das ist mittlerweile rekordverdächtig hoch. 350 Milliarden Euro jedes Jahr nur an Schwarzarbeit. Würde also ein faires Steuersystem es schaffen, dass, sagen wir mal, 20% aus der Schwarzarbeit zurückkehren in die ordentliche Arbeitswelt, wäre das Thema der Staatsfinanzen schon sehr weitestgehend beantwortet, im Interesse auch der jungen Generation. Die Hälfte der Haushalte in Deutschland